Namaskar, ein Gruß auf Hindi, insbesondere an meine Schulklasse, die in Indien sitzt und meine Filme benutzt, um sie im Ökonomieunterricht durchzugehen. Abkässe, hey. Liebe Leute, es ist Donnerstag, der 10. Januar, und ich möchte mit euch heute mal den Dow hier anschauen. Der letzte ist ungefähr 3 Wochen her. Seinerzeit hatten sich gerade die Bänder nach oben und nach unten geöffnet. Wir waren hier. Die Aussage war, solange die Bänder geöffnet sind, sollte dieser Impuls noch nicht fertig sein, hier dieser Abwärtsimpuls, und es kann auch weitergehen. Es ist nicht die Aufgabe der Bänder zu sagen, bis wohin das geht. Es sagt nur einfach, wir sind noch nicht so weit und wir gehen weiter runter. Erst als das hier passierte, ja, als das obere der Bewegung entgegengesetzte Band die Richtung geändert hat, dann gingen wir hoch. Gut, wir wissen alle, was hier am 26. passiert ist. Das war der Brisi, der dann auf einmal zum Aktienkauf empfohlen hat. Diese 2 Tage habe ich so auch schon lange nicht mehr erlebt. Also die 1000 Punkte an sich sind mir egal, aber es ging ja auch um einen gewissen Prozentsatz. Und das war natürlich heftig. Wie dem auch sei, es ist also das passiert, was die Bänder ganz gerne machen. Sie haben dann die Richtung geändert, sodass dann hier der Boden ist. Der Boden liegt so um die 21.700, ganz grob. Und was haben wir gemacht? Deswegen habe ich hier schon was vorbereitet. Ich habe die Fibos hier reingenommen. Und jetzt muss ich es ein bisschen breiter machen. Und der Dow hat nichts anderes gemacht, als dass er bis zum 50er Retracement von dieser letzten Abwärtsbewegung gelaufen ist. Hat das ein paar Punkte überboten, ist dafür. Wir haben, wie gesagt, Donnerstag, es ist jetzt 16:05 Uhr, das heißt, wir sind mitten im Handel. Er dürfte sogar korrigieren hier bis zu diesem 61,8er. Da sind wir bei rund 24.350. Dieses 61,8er korrespondiert hervorragend mit dem oberen Band. Das wird ja auch ein bisschen weiter fallen. Und mit diesen Unterstützungen, die wir hatten, deswegen haben wir hier ein relativ großes Cluster zwischen 24.300 und 24.400. Da ist das. Das kann man nicht genau, also ich kann es nicht genau auf den Punkt sagen, aber das wäre der nächste Widerstand. Jetzt ist aber in der Zwischenzeit eins passiert. Wir haben eine Mini-Korrektur gehabt und sind von der wieder abgefedert. Die Technik gilt jetzt als ziemlich hoch. Also die ist schon ein bisschen heiß gelaufen. Ganz klar, nach der Bewegung hier von 21.700 auf rund 24.000, das ist ja auch mal ein Wort. Deswegen, die ist jetzt hier ein bisschen überzogen, allerdings ohne ein Verkaufssignal zu geben. Sollten, wir haben nochmal, wir haben heute Donnerstag und Freitag, die Kurse sich hier nicht wegbewegen, also nicht weiter die Richtung 61er Retracement suchen, wird das hier abflachen. Und das MACD genauso. Dann wäre hier schon Ende Gelände. Das maximale Ziel von dieser Bewegung, meines Erachtens nach, ist die 24.350, ja, bis zu 24.400. Mehr gebe ich dem nicht. Nach unten wäre die erste Unterstützung, ich mache mal hier das Fadenkreuz rein, wäre die erste Unterstützung hier. Dieser Boden bei 22.643, gefolgt eben von dem Tief, was wir hatten. Ich rechne eigentlich damit, dass wir jetzt so zwischen 10, 20-Tage-Linie und hier diesem Retracement so ein bisschen oszillieren für die nächsten Tage. Ich glaube nicht, dass er genügend Impuls hat, genügend Momentum, um hier nochmal hochzukommen. Vor diesem Hintergrund suche ich mir folgende Scheine. Für den Fall, dass wir ein wenig runterkommen, Richtung 20-Tage-Linie, das wäre hier bei 23.195, packe ich mir den hier auf die Watchliste. Und zwar ist das die Basis 22.581. Ja, ein Open-End-Schein von Goldman Sachs, der jeden Tag die Basis nach oben ein bisschen verändert. Da liegen wir hier drunter. 21.581, momentan sind wir ungefähr hier. Also unterhalb von dieser Kerze. Und das wäre für den Fall, dass wir so langsam ein bisschen runterkommen, sodass die Technik die Möglichkeit hat, sich abzubauen. Das ist die GA05LS. GA05LS. Jetzt gibt es aber für den Fall, dass wir ein bisschen schneller hier runtergehen sollten, habe ich ja hier die Unterstützung. 21.700, 21.670. Jetzt muss ich mal rechnen, da muss es drunter liegen. Das wäre dann ein 11er Hebel. Also drehe ich hier oben auf 11. Schauen. Hier, da ist er doch gleich. Perfekt. 21.606. Das wäre auch ein Open-End-Schein. Der ist dann also hier noch ein bisschen drunter. Der ist ungefähr da, wo jetzt die Maus ist. 21.606, das ist auch von Goldman, das ist die GA0ZAX. Der wäre für den Fall, dass wir jetzt eine schnellere Bewegung nach unten machen und das hier vielleicht relativ gleich vernaschen.
Das ist also der zweite Callschein. Und jetzt gucken wir mal nach Put. Die Puts möchte ich ansiedeln oberhalb von diesem 61,8er Retracement, oberhalb vom oberen Bollinger Band und oberhalb von der eben besprochenen, von diesem eben besprochenen Bereich. So. Und dann sind wir hier oberhalb von 24.500. Und das wäre dann sowas hier. 24.513, im Moment 0,56, der sich auch jeden Tag ein bisschen verändert. Der hat schon richtig Drehzahlen. Ne? Das ist momentan ein 32er Hebel. Das ist von Goldman die GA0FQJ. GA0FQJ. 24.513. Der liegt hier. Da möchte ich aber warten, das ist auch noch kein Kaufwert, da möchte ich warten, bis wir hier in diesem Bereich hier rangehen. Weil ich glaube, dieses Cluster hier wird schon ein fetter Widerstand. Näher möchte ich nicht rangehen. Das wäre mir sonst zu heiß. Leute, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.